So, guten Abend allerseits. Ich sehe, es sind schon einige Leute da. Und ja, willkommen zum heutigen spontanen Livestream So, guten in Abend Bless. Und ich allerseits. schalte mich erstmal selbst aus. Und der Woko ist auch schon am Start. Kyra Jenkins ist am Start. Ich glaube, ich habe noch einige andere drin gesehen. Punika. Und oh, Princess Shibus. Das ist zu lang für mein Fenster. Shibusao. Wunderbar, dass ihr da seid. Und ja, wir spielen ein bisschen Guardian. Wie gesagt, das ist spontan heute, deswegen kann es gemütlicher werden, als es sonst auch schon der Fall ist. Aber ja, ich denke, das ist ganz gut. Wokko kann heute ja nicht. Und dann dachte ich, ja komm, ich werde eh zocken. Machen wir halt einen Livestream draus, anstatt das einfach nur als Let's Plays aufzunehmen. Und ja, wie ihr seht, ist Guardian aktuell Level 19. Und es fehlen also nur noch zwei Level. Dann kann er in den nächsten Dungeon reingehen. Das wäre jetzt für ihn, beziehungsweise drei Level. Black Sun Ruins. Das sind die für uns am nächsten. Und sagt mir bitte Bescheid, falls die Musik zu leise oder zu laut ist. Dann würde ich die Mucke gerade wieder anpassen und der Schoxer ist am Start. Moin, Schoxer. Abend. Ich will zuallererst Folgendes machen. Zuallererst euch mein altes neues Pad zeigen. Das ist nämlich Jacques der Geist. Wer bei mir auf dem YouTube-Channel früher die Videos gesehen hat, das waren auch etliche in Korea. Da hatte ich ein Lieblingspad und den habe ich jetzt wiedergefunden. Da ist er. Jacques der Geist. Und ja, da bin ich ausgeritten. Das habe ich gestern gemacht, während ich Woko Stream angeguckt hatte. Und hab einfach mal ja, auf gut Glück nach ihm gesucht. Ich wusste so ungefähr noch, wo er ist, aber ich liebe dieses Pad. Das ist ein wunderbares Pad. Vor allem finde ich es halt geil, wie er da immer unbeteiligt da in seinem Zauberbüchlein rumliest. Und ja, er ist halt recht groß, ist mittlerweile auch blau. Ich konnte ihn upgraden, ich habe ihn mehrfach geholt und habe ihn dann entsprechend geupgradet. Hab dadurch auch sogar tatsächlich mal was halbwegs Sinnvolles bekommen. Und ja, Punika schreibt gerade, werdet ihr Union oder Reunion? Also was, Union oder Hiron? Wir werden Union spielen. Also zumindest ist der Schoxer, Woko und ich werden auf jeden Fall Union spielen. Genau. Und was anderes Geiles noch, bevor ich mich dann noch einmal in den Dungeon bewege. Ich habe einen Mount gezähmt und es ist das erste Mal, dass ich ein solches Mount bekomme. Das ist total krass. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist ein Epic Mount. Stufe 30. Ich habe es getamed und habe es direkt als episches Mount bekommen. Das hatte ich noch nie. Das Beste, was ich bekommen hatte, mal übers Zähmen, war ein blaues 10er Mount. Aber ein Epic Mount mit Level 30 habe ich so noch nie erlebt. Hat auch zwei Abilities drin. Ist sackschnell mit 9,10 Meter pro Sekunde. Plus kann nochmal beschleunigen. Steigen wir nochmal kurz auf das Battle Cat. Und da habe ich echt richtig Glück gehabt. Also da habe ich enorm viel Glück gehabt. Und das war, als ich zu ihm geritten bin, als ich noch seine Pendants holen wollte zum Upgraden. Total geil. Krass, ja. Also. Manchmal braucht es einfach nur ein bisschen Glück. Ich reite jetzt kurz mal zur Hauptquest und werde hier und da ein wenig rumdümpeln. Entweder gehe ich nochmal in den Dungeon, wobei ich nicht weiß, ob es sich jetzt wirklich lohnt. 9000 XP würde ich circa rauskriegen, wenn ich den Rookie-Bonus aktivieren würde. Und Woko, da hatten wir es ja gestern von. Also hier siehst du es nochmal. Das ist dieses Rookie-Teil. Und du siehst auch, hält jetzt noch 28 Tage. Und als ich es vorhin aktiviert hatte, war der Counter wieder auf 24 Stunden resettet. Das heißt, man nutzt das Ding, das gibt einem Doppel-XP, Doppel-Gold. Ist im Grunde genommen, scheint mir so, als wäre es so eine Twink-Hilfe. Also wenn ihr das aktiviert, kriegt ihr Doppel-XP, Doppel-Gold. Und das hält 24 Stunden, hält aber über den ganzen Monat hinweg. Also wenn ich mich dann auslogge, gehe wieder rein, ist der Buff weg. Ich kann es dann gerade wieder buffen. Dann kreist du mich ja die ganze Zeit Rookie. Aber das Ding hält immer noch. Das tickt nicht runter. Also es wird einfach diesen Monat tatsächlich halten. Ist natürlich sehr hilfreich zum Leveln. Aber man muss die Schmach über sich ergehen lassen, dass die ganze Zeit Rookie immer rumrollt. Hydroian ist im Start.
Ah, is it JP Server? Yes. I'm on a JP Server. Oh, da ist Rektor Blame am Start. Blame, benenn dich bitte um in Rektor Blame. Er ist halt mal im Discord. Als Black Panther reinkam, habe ich darauf verwiesen, dass Blame der Rektor des Discord ist. Wie es von der Mucke her, kann man die Mucke gut genug hören. Ist fast schon wichtiger als meine Voice eigentlich. Gute Nier Automata Soundtrack. Wer keinen Bock auf den Nier Automata Soundtrack hat, der packt einfach irgendwelche Songrequests rein. Shockstar zockt momentan noch Bless auf den japanischen Server. Ey, das Game macht mir so viel Bock, das trifft genau meinen Geschmack. Ja. Ja, das ist es. Das ist. Ich meine, wem sagst du das, ne? Also. Ja, Walk und ich daddeln das ja auch tagtäglich. Ich spiele auch zurzeit wirklich nichts anderes. Also, ich spiele wirklich gar nichts anderes. Ich habe eigentlich Kingdom Come Deliverance angefangen und habe da etliche Spielstunden schon drin. Spiele ich nicht mehr. Ich habe noch etliche andere Spiele. Spiele ich nicht mehr. Ich habe noch Spiele, die ich mir eigentlich noch kaufen könnte, die auch geil wären, wie Monster Hunter World und so Geschichten, wo ich auch Bock drauf habe ohne Ende. Aber mache ich nicht. Bringt nichts. Ich spiele die ganze Zeit nur Bless. Verdammt doch mal. Ja, Punika hat Angst, die Lust zu verlieren. Wenn ich mit Freunden dann später neu anfangen kann. Ja, das ist schwer. Das kann ich schwer sagen, ja. Ob das dann bei dir vielleicht dann so wäre, ne? Also ich hatte die Angst damals bei mir auch, als ich in Korea angefangen hatte, das war 2017 und naja, ich spiele es jetzt immer noch. Ich hatte aber dazwischen auch viele Pausen und hi Nachtglut, Abend, schön, dass du da bist. Und ja, mir geht es im Grunde genommen so, je mehr ich spiele, umso mehr Bock kriege ich auf den Release. Ob ich eine Gilde gründen werde und meine Ziele in EU. Also ich werde auf gar keinen Fall eine Gilde gründen, beziehungsweise sag niemals nie, aber ich glaube, ich bin vollkommen ungeeignet als Gildenlead. Zumal ich relativ wenig Spielzeit pro Tag in Spiele reinstecken kann. Spiele pro Tag kann ich so circa 2 bis 3 Stunden spielen und das meistens halt auch nur nachts. Das heißt, das wäre als Gildenlead sowieso nicht so sinnvoll. Und Ziele in EU habe ich keine. Ich bin kein Progress-Spieler, ich spiele gerne MMORPGs, spiele viel, spiele schon seit Ewigkeiten MMORPGs. Aber ich spiele nicht zwanghaft auf Progress, also ich habe keine genauen Ziele. Ich werde einfach spielen. Ich werde Spaß haben, spielen, werde erkunden, werde mich beim Release daran erfreuen, dass ich endlich meine Chars habe, die wirklich meine Chars sind. Werde mich daran erfreuen, dass wir in der EU spielen können. Und ja, das reicht mir erstmal völlig. Und dann wird sich das alles so entwickeln, wie es sich entwickelt. Ja, entweder geht es in Richtung Gilde oder ich spiele wieder komplett allein und joine dann irgendwann mal einer Gilde. Aktuell bin ich jetzt hier im Japan-Server dann in der La Cocca Nostra vom Boko drin in der Gilde. Kann man auch kurz aufrufen. Wir sind aktuell eigentlich online. Ich habe noch, glaube ich, noch gar nicht gegrüßt. Kein einziger. Ich bin der Einzige, der gerade da ist. Aber die sind. Wahrscheinlich gucken jetzt alle zu. Genau. So, ich reite mal kurz und checke weiter. Für was ist das Item ganz oben rechts im Inventar? Das hier? Dieser Pudding? Also, ich glaube, es wirkt sich auf die HP aus. Also ich mach's mal, wir haben jetzt 4100 HP. Nee. Hat es irgendeinen anderen Effekt? Ah, da ist Kela. Abend Kela. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Habe ich keinen DJ. Nicht so ungut, Schockser. Und eins fällt mir drauf. Zuallererst mal Kela. Hier habe ich ein neues Lieblingsmount. Ein 30er Epic Mount ist mir gedroppt beim Zähmen quasi. Und ja, also du wirst mich nicht mit einem Einhorn rumrennen sehen, wobei Rand auch kein Einhorn hat. Aber hier, ein 30er Epic Mount. Abgefahrener Scheiß. Ja, ich fand diese Tiere, diese Säbelzahntiger sahen geil aus. Da war ich unterwegs, um meinen Kollegen Jacques endlich zu holen. Da hinten ist er. Unbeteiligt wie eh und je.
Und dann ist mir ein 30er gedroppt. Und da fällt mir auf, mir ist noch was gedroppt, nämlich eine Mount Anima. So ein Luxurious Vehicle Anima habe ich noch nie bekommen. Ich hatte normale Anima. Die Dinger sind zwar 33 Gold aktuell im Auktionshaus wert, aber fuck it, scheiß aufs Gold. Wir gucken mal jetzt, was drin ist. Ich habe es mir extra aufgehoben für den Stream. Und Schoxer hat gesagt, er hat einen Request reingemacht, aber es kommt irgendwie noch nicht. Mach mal, ich guck mal, ja, weil ich habe die Queue noch ein bisschen gefüllt. Ah ja, da ist es. So, ich zieh's an die Spitze, es kommt dann danach. Auto, hoffentlich kein Auto. Guck mal, was das rauskommt. Nein, was ist das denn? Wer braucht denn so einen normalen Wolf? Das wären 33 Gold gewesen. Aber man weiß es nicht, bevor man es nicht öffnet, von daher. Wie zähmt man Tiere? Fragt Nietzsche. Wenn ich mir ganz kurz die Ringe anziehe und dann wieder per Auto-Run weiter zur Hauptquest reite. Also du hast hier, wir haben hier unten Schriftrollen. Ich habe hier Schriftrollen drin. LOL, GZ, danke Cure, danke. Den Wolf kannst du haben. Ich steige ins Auktionshaus für ein Silber. Wir haben diese Schriftrollen hier. Das sind 10 Schriftrollen. Die weißen, die gehen bis Level 15. Die blaue, die ich jetzt gerade drin habe, die geht bis Level 50. Dann gibt es noch grüne und noch welche in so einer beigen Farbe. Die gehen jeweils bis 35, Level 45. Und ich kann dir mal ganz kurz zeigen. Also ich zähme jetzt aktuell noch nicht. Beziehungsweise ich kann es ja machen, damit du es einfach mal siehst. Von den kleinen habe ich genug. Also wenn ich hier diesen Schakal markiere, dann sieht man. Oh, jetzt habe ich ihn leider angegriffen. Das tut mir echt leid. ja. Wenn ich das Tier, das Pet nicht töte, so wie hier jetzt zum Beispiel das Pferd, dann sieht man oben links, sieht man ein Zeichen, das zeigt, dass es als Mount zähmbar wäre. Und zum Beispiel bei dem Schakal sieht man, hier das Schmetterlingszeichen zeigt an, dass das als Pet zähmbar wäre. Und wenn ich jetzt eine Schriftrolle benutze, die mindestens bis zu dem Level reicht, das reicht eh, dann kommt ein kleines Minigame. Erfordert nur ein bisschen Timing. Die Zeit ist eigentlich ausreichend und ja, schon habe ich das Ding getamed. Und es befindet sich jetzt hier in meiner Liste. Und da ist jetzt zum Beispiel der Jacquard. Zack. Das heißt, ich könnte ihn jetzt einfach rufen. Und dann ist er am Start. Und dann haben wir ein Pet. Und es gibt noch mehr Sachen, die man mit den Pets machen kann. Man kann, vor allem wenn sie jetzt mitlaufen, also wenn sie jetzt aktiv gesammelt sind, sieht man hier, ihre XP gehen hoch. Sie haben ein gewisses Potenzial. Wenn er Level 10 erreicht hat, kann ich versuchen, ihn mit anderen Pets abzugraden. Das hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Da werden Abilities freigeschaltet. Das sieht man zum Beispiel bei ihm. Er ist ein blaues Pet schon. Ich habe ihn schon geupgradet. Er hat eine Ability schon freigeschaltet. Und das kann man immer weiter hochtreiben. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, verschiedene Pets, verschiedene Mounts. Das ist mitunter etwas, was mich total an dem Spiel auch so fasziniert mitunter, weil ich finde, dass das hier schon sehr, sehr viele schöne Mounts und Pets hat, die mich persönlich auch immer motivieren, irgendwie auf die Suche zu gehen, um mir welche zu besorgen. So. Was? Blame konnte heute nichts mehr tamen? Gibt es eine Obergrenze? Ja, du kannst nur 40. Ah, Schocks, das Mucke kommt nicht. Wieso nicht? Kam deine Mucke schon, Schocks? Ich hatte sie in der Liste oben. Ich schmeiß mal meine anderen raus. Ne, kam sie nicht. Okay, ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich das begrenzt nur auf Leute, die irgendwie followen, aber ich meine eigentlich nicht. Also, du musst mich jetzt nicht extra fordern. Komm, ich guck mal gleich. Ich gebe die Quest ab. Und dann muss ich wahrscheinlich ein paar Autobahnen irgendwo hinlaufen müssen. Hast nicht mal gesagt, dass man drei Free Requests hat? Ja, man hat mindestens drei Free Quests. Ich hab's, glaube ich, sogar erhöht auf 5. Ich guck gleich.
Okay, dann nehmen wir die noch an. Okay, das war's. So, Shosuke hat jetzt Berserk angefangen. Okay. Und Punika schreibt, es lohnt sich gar nicht, eine Maske anzufangen. Wieso nicht? Wieso lohnt sich das nicht? Ich check mal ganz kurz in den Song Request Einstellungen für Shoxer. Nö, jeder darf. Ihr habt sogar jeder 10 Stück. Du hast schon einen YouTube-Link gepostet, oder? Also eigentlich war er drin. War Mokko schon wieder weg? Verlass mich nicht. Na gut. Schau nicht zurück. Wir lesen uns, sehen uns, hören uns. Ciao, Mokko. Shoxer, probier's nochmal. Ich würde gerne sehen, was passiert, weil du kannst das eigentlich ohne Probleme. Ich setze dich gleich mal als Regular rein, weil du bist immer dabei. So, bist du Regular. Ich brauche noch ein bisschen, bis ich mit allen Feinheiten von Twitch vertraut bin, aber ich denke, das passt. Ja, ein Tupac Picture Me Ronin, das kann eigentlich nur von Kayla kommen. Danke dafür. So, ich war einmal, genau, ein Gamer-Song. Also er ist drin, ich guck mal, ob er verschwindet oder nicht. Aber du siehst ja, Bot Mulder hat das auch entsprechend geechot und nochmal als Info gegeben. Ich habe nur nochmal kopiert, um die Frage von Kirito zu antworten. Ich wollte euch damit nicht nerven. Achso. Das ist kein Problem, das nervt nicht. Ich übersehe das manchmal, ich muss mal immer noch irgendwelche Kommandos einstellen, damit man mich darauf hinweisen kann, dass ich das übersehen habe. Ich schicke jetzt ihn mal dahin. So, ich lese es nochmal. Sag mal, falls es jemand weiß, können Masku auch kleinere Tiere reiten, die bei anderen Teilen... Nee, nicht, dass ich wüsste. Also es gibt keinen Unterschied auf... also jeder kann jede Art von Mount und Pet haben. Das gibt keine Beschränkung, zumindest aktuell nicht. Ich habe leider mit ihm keinen Mammut, aber es gibt zum Beispiel auch solche lustige Sachen. Na, ist er schon weg? Ich mach's von hier aus. Falls du sowas noch nicht gesehen hast. Ich feiere das ohne Ende, dass die einfach aus solchen Dämonen sitzen. Das ist zu geil. Er ist halt langsam. Aber ich mag diese Dämonen. Es gibt auch so Trolle, auf denen man sitzen kann und reiten kann. Also, da geht was. Ja, und jetzt schnetzen wir uns ein bisschen durch als Guardian. Und ja, ich check mal, ich habe neue Skills. Und Punika, es nervt überhaupt nicht. Also schreib ruhig deine Fragen rein. Deswegen machen wir das auch. Das ist eher ein gemütlicher Stream heute. Erst recht noch gemütlicher als sonst. Als der geplante Stream, der morgen sein wird. Und ja, Ziel ist einfach ein bisschen chillen, zusammen austauschen, Mucke hören, Bless schauen, Bless spielen. Dafür ist es da. So, Schildblau. Hm. Okay. Das ändert natürlich nochmal einiges. Der Guardian hat sehr viele interessante Skill-Kombinationen. Da muss ich nochmal kurz drüber sinnieren. Die Skill-Decks werden nicht über Level freigeschaltet. Die Skill-Decks werden über Bücher freigeschaltet. Die bekommt man aktuell nur im Ingame-Shop. Aber der Ingame-Shop hier ist meiner Meinung nach sehr human. Kann man kurz aufrufen. Beziehungsweise stimmt nicht. Man kommt Skilldecks auch im Auktionshaus. Also man kann es auch in-game im Auktionshaus von anderen Spielern kaufen. Das geht auch. Und ja, aktuell sehe ich es hier nicht. Ich müsste eigentlich über die über alle gehen, aber wenn man mal ganz gesamt die Preise anguckt, also ein Yen entspricht ein Lumina und ein Yen ist, glaube ich, bei 0,003
2,7 Cent oder so. Also hier ist es sehr, sehr günstig. Und wenn wir jetzt hier gucken, neues Skilldeck hier 500 Yen. Wenn ich richtig rechne, sind 500 Yen bei uns ein Euro so circa, keine Ahnung, 30 Cent oder so. ist nicht so das Problem. Also ich denke natürlich, dass sie es am besten anpassen, preistechnisch. Aber ja, passt. Lädt sich die Stamina von Mounts auch automatisch weiter auf oder braucht man diese Pillen? Es ist, die laden sich von alleine auf. Und das kann ich dir sogar ganz einfach zeigen. Jetzt kommt der hier. Also wer auch immer sagt, der Guardian würde keinen Schaden machen, also ich komme mit dem Guardian extrem gut voran. Aber jetzt nochmal kurz zum Mount. Wenn du mal guckst, du siehst, die Fatigue steht jetzt auf 427 von 1590. Ich bewege mich mal kurz. So, jetzt ist sie bei 409. Man sieht hier, wenn er steht, das, im Tooltip wird das nicht aktualisiert, aber hier sieht man, selbst wenn ich mit ihm nur stehe, ruht er sich hier aus. Genau, freigeschaltene Skilldecks sind permanent, ja. Shockstable wissen, wie kann ich mein Inventar erweitern, außer in Lumina Shop. Also durch Quests habe ich noch keine Inventarerweiterung bekommen. Vielleicht weiß, hat der Boko schon bei sich was bekommen. Ich habe noch keine gesehen. Es gibt aber im Auktionshaus gibt's auch Taschen. Ich versuche mal, da kann mit dem Guardian nicht so zurecht. Ich finde den Bersi bis jetzt viel angenehmer. Ja, ich fand den Guardian nicht so gut. Also er hat mir nicht gefallen. Das war reine Geschmackssache. Dafür, den Berserker. Und den Guardian finde ich extrem geil. Das Mount hat zwei Skills. Nachts ist es um 40% schneller. Und dann hat es noch eben diesen Sprint. Wenn ich jetzt renne, wenn ich jetzt nochmal laufe und dann doppelt tippe, dann wird er noch schneller. Also richtig schnell. Das hat er schon 9,1 Meter pro Sekunde. Und das verbraucht dann halt einmalig nochmal 5 bzw. 20 Ausdauer, aber das ist überhaupt kein Problem. Ausdauer gibt es en masse. Ich habe sogar noch welche im Lager, also das ist echt ein wunderbares Mount. Und ja, das schnellste, was ich bisher überhaupt irgendwie mal bekommen habe. Echt sehr viel Glück dabei. Also Shocks, wie gesagt, Auktionshaus. Und oder im Ingame-Shop. Aber Auktionshaus, ich glaube, das sind schon einiges an Gold, was da drin ist. So, ich wollte mir eigentlich die Skills angucken. Ich werde die ganze Zeit angegriffen. Jetzt geht's irgendwann mal hin, wo ich Ruhe habe. Level mal Mounts rein durchs Reiten. Ja. Ja, beides. Also wenn ich mit dem Mount reite, steigt die XP bis zu 10, Level 20 oder Level 30. Wenn es Level 10 erreicht hat, steigt es nicht weiter. Dann muss ich es upgraden. Das heißt, ich nehme jetzt dann irgendein anderes Pet, beziehungsweise Mount braucht einen Mount. Und packt das hier rein. Dann gibt es unten eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das aussteigt. Ich mach's mal bei dem hier. So, da sieht man 5% Success Rate. Wenn das zündet, wenn das erfolgreich ist, dann steigt das auf und wird blau und bekommt eine Random Ability. Und man kann auch das Ganze beschleunigen, indem ich über Enchant, das ist eine schlechte Übersetzung, die zum Beispiel Opfer, dann kriegt das gleich mal jetzt hier zum Beispiel 1500 XP drauf. Na, ich mach das jetzt einmal. Das ist ein Anfängerpferd, den brauche ich nicht. Ja. Ob man Taschen craften kann, Kayla? Ich wüsste nicht, aber vielleicht kann man das. Also ich habe einzige Beruf eigentlich, wo mir das vorstellen könnte, wäre beim Enchanter-Beruf. Ich hab's noch nie gesehen, aber vielleicht geht das. Vielleicht geht das. Ich weiß es nicht.